Hallöchen und willkommen zu einer weiteren Folge. Wenn euch diese Folge gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da und schreibt auf jeden Fall was in die Kommentare. Und zwar zu der Thematik, die heute in der Folge behandelt wird. Schreibt dazu auf jeden Fall was in die Kommentare, was ihr darüber denkt, was heute in der Folge abgeht. Würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns jetzt in der Folge. Und nachdem jetzt alles vorbereitet ist und alles bereit ist, muss ich nur noch diesen Generator finden und da diesen Kram austauschen, damit Maverick, keine Ahnung, diese komischen Kristalle nutzen kann, wozu auch immer die gut sind. Wird schon seine Richtigkeit haben. Muss es erstmal einen Weg finden, wie ich die Mafia beseitige. Man weiß ich jetzt, wo deren Basis sich befindet. Nur noch aufpassen, dass Jonas uns nicht in die Quere kommt, weil er ist der Einzige, der mir was vielleicht anhaben könnte, vielleicht aufhalten könnte. Ist er schon länger weg. Und merkt, Masi trickst nix. Vertraut mir blind. Weiß zum Glück nicht, was ich vorhab. Apropos, wo ist er überhaupt? Du gehst Drache weg. Was Baloo und die anderen vorhaben, weiß ich auch nicht. Das kann mir aber egal sein. Urdrache wird schon seinen Teil tun und dafür sorgen, dass Baloo und Gamers Time und Basti genug zu tun haben. Vielleicht funktioniert sein Plan ja. Wäre ganz schön. Vielleicht spielt er ja mit Maverick. Damit ganz gut in die Hände. Da ist er ja. Darf ich so nicht sehen. Ist doch Early Boy, der entscheide. Guten Tag, Early. Wow! Was ist gerade mit deinen Augen passiert? Oh, deine Augen waren kurzzeitig normal und jetzt wieder zurück. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Wie die Kristalle aufgeleuchtet haben. Die Kristalle aufgeleuchtet, ne? In der Nacht, ja, es hat alles pulsiert. Ein ganzer Strang ist da durchgegangen. Ich glaube, die haben irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ein Schutzschild aufgebaut oder sowas. Konntest du eigentlich, hast du eigentlich schon geguckt gehabt wegen dem Aggregator, ob du da was reintun kannst oder nicht? Ja, ich weiß ja noch immer nicht, wo der ist. Ah, das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Der ist, wenn du in die Stadt gehst, ist er genau in der hinteren Wand in der Ecke. Okay. In die Stadt und nachher gehst du der seitlichen Straße entlang rechts. Dort gehst du in die Wand hinein, du siehst dann ein großes Tor und dort ist der Aggregator drin. Okay, ja, da muss ich leider mal wieder in den Keller gehen und gucken, ob ich da die Reagenzien von Jonas finde, die ich dafür brauche. Jo, was hast denn du gestern Abend gemacht, dass du das nicht gesehen hast hier? Ja, ich war im Keller und hab gekramt, gesucht nach dem Kram von Jonas. Ich hab's nicht gefunden. Ach, okay. Naja, deprimierend. Gibt's halt. Und ansonsten bei dir alles in Ordnung? Ich kann mich nicht beklagen. Ja, und ja. Wir haben die Mafia gefunden. Wir wissen jetzt, wo deren Basis sich befindet. Ja, apropos Mafia, wollte ich auch noch mit dir reden. Und zwar? Hör zu, Ellie, ich habe mir heute Nacht wieder die Gedanken gemacht gehabt. Und ich kam wirklich nicht zum Entschluss, warum die Mafia böse sein sollte. Ich meine, was hat die Mafia schon Bösartiges gemacht? Ich meine, diese Stadt, die ist schon praktisch leer wieder. Die Leute sind alle, also ich sehe hier kaum Leute. Es hat sich kaum gefüllt gehabt. Und ich habe, weißt du, alle Bewohner, die waren ja bei uns in der Stadt praktisch, weil die ja gerne da waren. Und die Dörfer wurden halt von den Soldaten, ja, wurde alles befüllt. Und jetzt ist halt so die Frage, also weißt du, und Jonas hat ja jetzt wieder alle weggeschickt, weil er einen Verdacht hatte, dass irgendetwas passiert mit der Stadt und deswegen hat er alle Menschen jetzt einfach weggeschickt gehabt in ein Paralleluniversum. Und jetzt ist er weg und macht gar nichts. Ja, keine Ahnung, wo Jonas ist. Ja, ich habe auch keine Ahnung, wo der ist. Vielleicht ist er da, vielleicht ist er tot. Ich meine, der ist schon alt, könnte ja passiert sein. Aber die Frage ist halt jetzt, warum ist die Mafia denn böse? Ich meine, die Mafia macht doch niemandem etwas. Wir haben sie gestern grundlos angegriffen. Aber das heißt, ich hab dir ja gesagt, was die Mafia bis jetzt gemacht hat. Ich hab dir ja gesagt, wie Petro drauf ist. Ich glaube nicht, dass er sich großartig geändert hat. Ja, aber die Sache ist halt, ich weiß, dass Petrit nicht so gut drauf ist, aber ich meine, Petrit ist ja nicht der Einzige in der Mafia und auch er, ich meine, er kämpft sicherlich für eine gute Sache und der Einzige, der ihm im Weg steht, ist Revi halt und jeder, der mit Revi rumkommt, ist jetzt schon mal aufgefallen, jeder, der wegen Revi irgendetwas macht, wird immer von der Mafia eingebuchtet. Was ist, wenn Revi der Schlechte ist? Ich meine, wir würden ja auch immer den Schlechten einbuchten, der uns nervt. Was ist, wenn die Mafia eigentlich friedlich leben will? Ich meine, sie haben ein großes Haus, sie sind freundlich, man hat ja gesehen gehabt, sie haben Gemeinschaftshallen, sie hatten sogar einen gemeinschaftlichen Sportraum. Ich habe das hier nicht gesehen und das versprochene Hallenbad haben wir auch nicht bekommen von Revi.
um etwas Gemeinschaftliches zu machen. Wir haben noch eine Heimat hinter meinem Haus. Ja, aber das ist nicht von der Stadt, das ist von uns. Verstehst du eigentlich, auf was ich hinaus will? Ich komme sofort wieder, ich muss mal ganz kurz auf Toilette. Na gut. Ich habe das Gefühl, die Stadt ist einfach... Er ist mir nicht gefolgt. Grundsätzlich... Er hat ja nicht Unrecht. Dumme Sache. Wenn wir so schlau wären, ja. Wenn wir uns in der Mafia einbringen, dann bin ich bereits dort. Dann erfahre ich vielleicht deren Pläne, was sie vorhaben. Hätte dann vielleicht eine leichtere Möglichkeit, sie alle zu vernichten. Und ich wäre es gar nicht so blöd, wenn ich mich der Mafia anschließe. Das ist, glaube ich, so eine ganz gute Idee. Doch, ich muss mal gucken, wie ich das Gespräch so einlenke, dass er mich dazu überredet, der Mafia beizutreten. Ich lasse es einfach mal, sie meine Drecksarbeit machen. Am Ende werde ich sie alle vernichten. So wie Maverick es will. Ich meine, der Keller war ja unter Moors Haus. Wenn Mo zu denen gehört, warum nicht auch ich? Was, wie, du, wozu? Was? Gar nichts. Wo bist du? Nichts. Ich bin draußen im Garten. Ich war gerade ein bisschen vor mich hin am Schwärmen. Was ist denn los? Wo bist du? Ich bin jetzt auch im Garten. Du bist auch im Garten? Im Baum bin ich. Hä, wo denn? Ich sehe dich nicht. Warte, ich bin hier. Ich bin hier. Das bringt mir ja so viel. Worüber hast du dir jetzt Gedanken gemacht? Gar keine Gedanken. Ich meine, das mit dem... Oh, mein Kopf! Guten Tag, mein Lieber. Alles in Ordnung bei dir? Ja, alles läuft nach Plan. Nun, dieser kleine Blaue hört nicht auf, Fragen zu stellen. Er redet oftmals leider zu viel. Hör zu, langsam kommt er in Visionen hinein, in die er nicht reinkommen soll. Er weiß einfach viel zu viel, verstanden? Deswegen, hör mir zu, du wirst ihn nicht aus den Augen schauen, aus dem Weg gehen, das irritiert mich. Du tötest jetzt die Mafia, sie gehen mir auf die Nerven und dieser kleine blaue Junge. Sorg dafür, dass er verschwindet. Ich werde dafür sorgen, dass die Mafia das alles erledigt und die Mafia sich am Ende selbst vernichtet. Ich habe schon einen Plan. Hurley, ich hatte gerade extreme Kopfschmerzen. Eine Vision, ja? Ja, Maverick hat einen Befehl gegeben, die Mafia zu zerstören. Hurley, wir können es nicht zulassen, dass die Mafia zerstört wird. Ich meine, die Mafia, was ist, wenn die Mafia... Wir müssen der Mafia helfen. Ich meine, sie sind auch nur Menschen. Mo ist dort drin, er hat Frauen, Kinder. Ja klar, es hat so viele Vorteile, sich der Mafia anzuschließen. Warum sollten wir das nicht tun? Ich werde mich nicht direkt der Mafia anschließen, aber im Endeffekt hören wir alle zusammen. Wir sind alle zusammen hier gelandet, nur leider hat sich Petrit mal wieder von uns allen abgewandt. Genau, Petrit braucht einfach nur noch wieder eine... Er muss wieder zu sich finden. Wir müssen ihm zeigen, dass es auch eine Möglichkeit gibt, zusammen zu sein. Pass auf, meine Idee wäre, wir versuchen der Mafia beizutreten. Was? Was heißt beitreten? Ich werde nicht voll und ganz der Mafia beitreten, das kann ich nicht mit mir selbst ausmachen. Aber vielleicht können wir die Herrschaften ja dazu überreden, dass wir versuchen, die Stadt wieder zusammenzubringen. Und alle zusammenarbeiten. Das wäre eine ausgezeichnete Sache. Ich meine, wir müssen dann nur noch Revi überzeugen und ich glaube nicht, dass Revi etwas... Na, vielleicht anfangs, aber mit viel Überzeugungsarbeit wird er sich auch überzeugen lassen, dass die Mafia nicht schlecht ist. Vielleicht kann man sogar was aushandeln. Vielleicht kann sogar die Mafia für die Bürger der Stadt arbeiten. Vergesst das mal gleich wieder, das funktioniert nicht. Ich kenne die Herrschaften jetzt schon eine halbe Ewigkeit, wenn nicht sogar fast mein ganzes Leben lang. Das wirst du niemals hinkriegen. Revi und Petrit, die haben sich schon immer eine Haare gehabt. Revi und Petrit waren schon immer Rivalen und du wirst niemals ihr dazu bekommen, dass sie zusammenarbeiten. Ich wusste nicht, dass das so weit her ist. Das vielleicht war schon immer so. Irgendwie mal, vielleicht müssen wir einfach eine zwielichtige Gestaltung machen. Weißt du, vielleicht geben wir das eine vor und weißt du, für Revi tun wir so, als würden wir ihm helfen und dabei versuchen wir irgendwie Mafias Ziele umzusetzen und dabei aber
helfen wir der Mafia, verstehst du? Ja, so wie du sagst, das können wir machen. Wir müssen halt nur erstmal eine Möglichkeit finden, die Mafia zu kontaktieren. Ja! Oh, okay, die Mafia kontaktieren. Oh mein Gott, das ist eine gute Idee, das ist eine gute Idee. Oh, Early, ich freue mich schon. Stell vor, wir dürfen auch in dieser Festhalle mit sein. Oh, okay, wir müssen als allererstes müssen wir Kontakt herstellen. Wie können wir Kontakt herstellen? Oh, Mann, jetzt beruhigt ihn mal. Okay, versuche, überleg dir da mal was, die zu kontaktieren, und ich suche mal weiter hier nach dem Zeug, um den Generator anzutreiben. Mach das. Okay, wir sehen uns später, ja? Oh, ja, ich freue mich, freue mich. Bis später, haut rein. So ein Idiot. Ich glaube, mein Plan wird sehr gut funktionieren. Jetzt muss ich nur noch... Maverick. Irgendwie die Möglichkeit bekommen, diesen Generator anzutreiben. Beziehungsweise, was muss ich da überhaupt dran machen? Das hat er mir nicht mitgeteilt. Aber das erfahre ich jetzt sehr bald. Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst ein fettes Däumchen nach oben da. Ich würde mich da riesig drüber freuen. Und wir, Leute, sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schreibt in die Kommentare, was denkt ihr? Meint ihr, mein Plan wird funktionieren, dass ich mich in die Mafia einschleuse und am Ende alle zusammen vernichte? Das wäre natürlich super, wenn das klappt, denn dann tue ich genau das, was Maverick von mir verlangt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schaut auch bei Mars vorbei, der ist unten in der Beschreibung verlinkt. Bis dahin, haut rein. Tudelu!